Rainer Michelmann für Kai Lehmann live hier in der Alten Oper anlässlich des Deutschen Sportpresseball. Bei uns eine Tatort-Legende, Richie Müller. Herr Müller, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Sie sind ja, habe ich gesagt, Tatortkommissar in Stuttgart. Ist das Segen und Fluch zugleich? Weil man kennt Sie, auf der anderen Seite verbindet man nur Sie mit Tatort. Dabei haben Sie viele andere Dinge auch gemacht. Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe die Dinge ja gemacht. Ich habe 30 Jahre lang den Beruf ausgeübt, bevor ich Tatortkommissar wurde. Und jetzt bin ich seit, glaube ich, 16 Jahren Tatortkommissar. Und es ist wunderbar. Und ich habe 2 Filme im Jahr zu arbeiten und dann mache ich mein Theater. Ich habe die Möglichkeit, andere Dinge zu machen, aber das ist mir egal. Ist ja nichts Schlechtes, Tatortkommissar zu sein. Ich wollte gerade sagen, Tatortkommissar ist ja auch so eine Art Privileg, oder? Absolut, ja. Das ist so wie so ein Ritterschlag, kann man sagen. Also man ist schon in der Bevölkerung was Besonderes als Tatortkommissar. Wenn Sie den Mund frei hätten, welche Rolle würden Sie denn am liebsten mal spielen? Habe ich keine Ahnung. Ich habe mal einen U-Bahn-Fahrer gespielt. Und wenn Sie mich damals gefragt hätten, würden Sie gerne mal einen U-Bahn-Fahrer spielen, würde ich sagen, ich weiß es nicht. Das kommt immer auf die Rolle oder auf die Geschichte drauf an. Und insofern bin ich offen, weil wenn ich jetzt auf eine Figur mich hin konzentrieren würde, würde vieles andere wegbleiben. Ich bin offen für alles. Ich würde auch mal einen Bäcker spielen oder so. Sie, ein guter Bäcker ist. Sie haben ein gefährliches Hobby. Sie sind in Anführungszeichen Rennfahrer. Wie kamen Sie dazu? Das wäre jetzt eine lange Geschichte, aber es ist kein gefährlicher Sport. Das ist weniger gefährlich, als täglich auf der Straße Auto zu fahren. Also man ist angeschnallt, man hat einen Helm auf und man fährt nur mit Leuten, die wissen, wie man Auto fährt. Und insofern ist es eher weniger gefährlich, als auf der Straße zu fahren. Und es erfüllt mich mit Glück, wenn ich im Auto sitze. Sie sind ja in Anführungszeichen so fast Stammgast, Sie sind öfters hier. Auf was freuen Sie sich heute am meisten? Auf all die Sportler, die man hier trifft und kennenlernt und mit denen man reden kann, weil das Menschen sind, die körperlich und geistig was geleistet haben und heute dafür belohnt werden. Danke, ich Ihnen wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Ciao.